Hallöchen und willkommen zu einem Q&A, sagt man. Also einem Frage-Antwort-Spielchen. Fragen von euch, Antworten von mir. Und es geht heute gar nicht um das Thema Schwangerschaft, Gynäkologie oder irgendwas dergleichen, sondern ich wurde gefragt, wie ich denn zu meinem Medizinstudium gekommen bin und wie das denn so war. Und ich fand das sehr erfrischend, mal solche Fragen zu bekommen und nicht zu irgendwelchen Schwangerschafts- oder gynäkologischen Themen, dass ich gesagt habe, komm, hau mal ein paar Fragen raus und ich mache mal ein Q&A dazu. Ich habe das noch nie gemacht, finde es aber sehr interessant und kann ja auch in der Hinsicht helfen, indem ich werdenden Studenten oder auch Abiturienten jetzt einmal erzählen kann, wie ich zu meinem Studium gekommen bin, wie ich das so empfunden habe und ja, ob ich es nochmal machen würde quasi. Ich habe gesagt, 15 bis 20 Fragen und ich guck mal, pick mir ein paar raus oder mache alle, je nachdem, wie schnell es geht. Schauen wir mal. Also, ich fange mal an, ich lese die Fragen einmal ab. Warst du schon immer gut in der Schule? Nein, war ich wirklich nicht. Also ich war tatsächlich kein sehr guter Schüler, leider. Und hatte wohl in meiner Pubertät und in der Jugend auch bessere Dinge zu tun, als zu lernen. Für meine Begriffe damals Besseres zu tun. Und war deswegen auch kein sehr guter Schüler. Ich war relativ faul und ja, bin jetzt auch nicht hochintelligent, so ein normaler Mensch halt. Und deswegen war ich nicht wirklich gut in der Schule. Es war sogar so, dass ich zur 10. Klasse zu meiner Klassenlehrerin gekommen bin und die gesagt hat, lieber Konstantin, wenn das Zeugnis sich nicht verändert, wirst du gar nicht erst zum Abitur zugelassen. Ich hatte damals tatsächlich nur 4 und eine 1 und die 1 in Sport. Also ich war wirklich nicht gut in der Schule. Was jetzt nicht heißen soll, lasst mal laufen die Schule, alles cool. Könnt trotzdem Medizin studieren, es erleichtert vieles, wenn man von Anfang an gut dabei ist und gut lernt und gut in der Schule ist. Ich war es halt nicht. Ich würde heute auch einiges anders machen, aber ich glaube, so ist das. Wenn man dann erwachsener wird, würde man sich doch gerne mal wieder in einen Geschichtsunterricht setzen, weil man es dann doch einfach interessant findet. Damals war ich noch nicht reif genug, das zu sehen. Also nein, ich war wirklich, wirklich, wirklich kein guter Schüler. Maximal Mittelmaß, eher schlecht. Next question, nächste Frage. Wie bist du an deinen Studienplatz gekommen? Und die Frage stellt sich ja dann, wenn ich gerade erzählt habe, dass ich kein sehr guter Schüler war. Wie kann man dann Medizin studieren? Jeder kennt, glaube ich, diesen Numerus Clausus, also die Grenze, die man erreichen muss an Notendurchschnitt, damit man zugelassen wird zum Medizinstudium. Damals war die noch nicht so krass wie heute. Ich glaube, heute ist die bei 1,0. Also du brauchst ein 1,0er Abi, um überhaupt zugelassen werden zur Uni oder zum Medizinstudium. Damals war es, glaube ich, 1,2 oder 1,3. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ja, ich wollte aber unbedingt Medizin studieren, das war mir eigentlich schon klar und ich habe dann auch viele Register gezogen. Also es gibt ja diesen Medizinertest zum Beispiel, den man machen kann. Dafür habe ich auch relativ gut gelernt und gar nicht so schlecht abgeschnitten. Dann haben einige Hochschulen so Auswahlgespräche angeboten, wo man vorher so einen Motivationstext schreiben musste. Da habe ich mich hingesetzt und tagelang Motivationstexte geschrieben und an die ausgewählten Unis dann geschickt. Wurde sogar zum einen Auswahlgespräch mal eingeladen, hat man sich dann hingesetzt und hat ein paar Fragen beantwortet, warum möchte man Medizin studieren. Dann habe ich am Losverfahren teilgenommen. Also es gibt Unis, die nicht genug Plätze zur Verfügung stellen, als sie könnten. Also die haben irgendwie 800 Plätze, sagen aber nur bei 700 Studenten oder Abiturienten dann zu. Also so Losverfahren kann man machen. Das ist es übrigens dann hinten raus auch geworden, erzähle ich gleich. Und habe ich von meiner Schwester gelernt, wenn man dann Wartezeit hat, und die hatte ich, habe dann den Bescheid bekommen, habe gesagt, so und so viele Wartesemester hast du vor dir, wo ich erstmal auch gepustet habe und dachte, okay, aber ich möchte es machen, ich bleibe dran. Und dass man zwischendurch was macht, was einem schon mal fürs Studium später was bringt, irgendeine Ausbildung. Da war zur Auswahl Physiotherapie, MTA, also medizinisch-technischer Assistent, und was hatte ich noch als Auswahl? Zum Beispiel Pflegekraft, also so die Ausbildung zu machen. Und ich habe mich damals für die medizinisch-technische Assistentenausbildung in Göttingen, war das damals, entschlossen. Und das war ziemlich cool. Da habe ich meinen besten Kumpel quasi kennengelernt, mit dem ich dann auch zusammen gewohnt habe. Und ich habe schon einiges mitgenommen, was mir später im Studium tatsächlich geholfen hat und auch heute noch hilft. Und habe das fast 2 Jahre gemacht. Dann habe ich im Losverfahren tatsächlich nur Glück gehabt. Ich habe da, wie gesagt, die Losverfahren rausgeschickt und der liebe Bundesstaat Bayern hat viel mehr bayerische Abiturienten genommen als von anderen Bundesländern. Und das kam raus und dann haben sie gesagt, okay, dann losen wir aus den anderen Bundesländern die Leute dazu.
Ja, dazwischen war ich. Also ich hatte tatsächlich Glück, aber das Glück hat man sich auch irgendwo ein Stück weit verdient, weil man dran geblieben ist, weil ich nicht gesagt habe, wow, 3 Wartejahre quasi vor der Brust, ich mache doch was anderes, sondern ich bin dran geblieben, ich wollte es unbedingt und ich habe Alternativen gesucht und hätte auch diese Ausbildung durchgezogen, hätte da auch schon gearbeitet, bisschen Geld dann schon verdient fürs Studium. Also, wenn man dann so einen Rückschlag bekommt, so einen kleinen, heißt die Devise, wenn man es wirklich möchte, dranbleiben. So bin ich an meinen Studienplatz gekommen. Nächste Frage. Hat sich mein Handy direkt mal aufgehangen? Wollten Sie schon, oh, also bitte nicht siezen. Ich duze euch auch in den Videos und in der Klinik gerne Sie, aber hier bitte du. Wolltest du, ich schreibe es mal um, schon immer Arzt werden? Ja. Ja, wollte ich. Mein Papa ist Arzt. Meine größte Schwester, ich habe 2 große Schwestern, größte Schwester hat auch Medizin studiert und die mittlere große Schwester, die hat mal was anderes gemacht, die hat gesagt, leckt mir alle am Arsch, ich mache mal was ganz anderes. Und ich habe also beide Beispiele gesehen und es gab für mich fast nie eine Alternative. Ich wollte immer Medizin studieren, ich wollte immer dieses Studium absolvieren. Mich hat nichts anderes großartig interessiert. Klar, ich war damals auch sehr sportlich und hätte auch irgendwas in die Richtung Sport machen können. Aber ich wusste auch irgendwo, dass man vielleicht mit Sportstudium jetzt nicht den Job bekommt, den ich mir vielleicht vorher ausgemalt habe. Und in der Schule hat mich, wenn überhaupt, nur Biologie und Physik oder so interessiert. Also es war für mich schon irgendwo vorprogrammiert, dass ich diesen Weg gehen will. Es war für mich auch irgendwo ein Reiz, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt nicht der allerbeste Schüler, komme ich trotzdem durch so ein Medizinstudium durch und kann ich das absolvieren? Und das war irgendwo, kamen so ein paar Sachen zusammen, dass für mich schon immer feststand, ich möchte irgendwann mal Arzt werden. Was für ein Arzt, wusste ich noch nicht, aber irgendwie Medizin studieren. Das wollte ich. Wie viel muss man wirklich lernen? Viel. Ja, das kann man gar nicht schönreden. Also man muss wirklich viel lernen, man muss auch dranbleiben. Und vor allen Dingen in den ersten Semestern, wenn man anfängt, muss man durchziehen, weil da wird einfach viel ausgesiebt. Da wird richtig rangeklotzt, da wird wirklich Tacheles gesprochen, da kommt man sonst nicht mehr weiter. Wenn man die ersten 3, 4 Klausuren hängen bleibt und muss dann nachholen, dann kommen schon die anderen Klausuren von vorne, die dann nachrutschen. Das wird heftig. Also gleich am Anfang Vollgas, am besten die ersten 2 Jahre ranklotzen, was das Zeug hält. Es kommt die Zeit, wo man ein bisschen mehr Luft hat, wo man auch ein bisschen mehr die Freizeit oder das Studentenleben genießen kann, da nicht abschrecken lassen. Die ersten 2 Semester Medizin sind heftig. Gerade diese ganze Anatomie, man muss jeden Knochenvorsprung von jedem Knochen im menschlichen Körper einfach auswendig lernen. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, das hat nichts mit irgendwie einer Begabung zu tun. Man muss einfach stupide auswendig lernen können und sich dann hinsetzen morgens um 7 und 3 Stunden auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen. Das macht vielleicht vielen keinen Spaß und das merken dann auch die Profs und dementsprechend fallen solche Leute dann auch durch die Klausuren durch und dann werden die ausgesiebt und du musst da dranbleiben. Also das wird interessanter, es wird auch schöner zu lernen, aber am Anfang ist es einfach knochentrocken und ja, man muss viel lernen. Kann man nicht schönreden. Würde ich gerne schönreden, aber kann man leider nicht. Hat man da dann noch Freizeit? Ja, wie gesagt, also Freizeit kommt dann auch noch später. Wenn man erstmal so ein bisschen die ersten Hürden genommen hat, dann kommt auch viel Freizeit. Als Student kann man sich sowieso ganz gut einteilen, da nicht abschrecken lassen. Da, ich habe nichts vermisst. Also wir waren viel feiern, ich war viel Sport machen, ich habe viel mit meinen Freunden unternommen, viel mehr als ich jetzt im Arbeitsleben mache. Also das bleibt nicht außen vor, das kriegt man auf jeden Fall unter einen Hut. Wusstest du von Anfang an, in welche Fachrichtung du gehen möchtest? Nein. Ich hatte natürlich meinen Papa, der auch Gynäkologe ist, wo man ein bisschen vorgeprägt war quasi, aber ich hatte im Studium mir gesagt, ich mache nicht dasselbe wie mein Papa, ich suche mir irgendwas anderes aus. Und dementsprechend wollte ich eigentlich was anderes machen, habe dann im Studium aber gemerkt, dass es wirklich das ist, was mich auch interessiert. Und ich hätte mich wahrscheinlich auch dafür entschieden, wenn ich jetzt nicht der Papa, wenn der Papa jetzt nicht Gynäkologe gewesen wäre. Aber das war einfach das umfangreichste, spannendste und mit der Geburtshilfe auch das schönste und positivste Fach, was ich finden konnte. Und das ist dann geworden. Ja, bisschen langweilig, mache dasselbe wie mein Papa, aber das war halt so, konnte mich da nicht wehren. Wie finanziert man das Studium? Da gibt es mehrere Wege. Ich hatte das große, große Glück und Privileg und bin ich heute noch unendlich dankbar, dass meine Eltern mir viel finanziert haben, dass sie einfach gesagt haben, okay, du kriegst die Miete schon mal gestellt, nichtsdestotrotz sieh zu, dass du Arbeit findest, Studentenjobs gibt es wie Sand am Meer, Kellnern, Gastro,
Ich habe ganz viele Videos geschnitten tatsächlich, also OPs abgedreht und danach geschnitten. Das kommt mir jetzt gerade ganz zugute, dass ich das schon ein bisschen kenne. Und ich hatte, glaube ich, zwischenzeitlich 4 Minijobs nebenbei und habe mir die auch so gesucht, dass ich nebenbei auch gut lernen kann. Das heißt, ich habe, wie gesagt, in der OP gefilmt, bin nach Hause mit der Speicherkarte, hatte meinen Laptop dann da zu Hause und konnte es mir selbst einteilen, hatte eine Deadline, bis wann das Video fertig sein muss. In der Gastronomie habe ich gar nicht so viel gearbeitet, das machen ganz viele, aber da finde ich es einfach viel zu durchgetaktet. Da hat man so seinen Schichtdienst und in der Zeit kann man dann nicht lernen. Und klar, das Trinkgeld ist massiv gut. Also da muss jeder so seine Sparte finden und seine Nische, was einem taugt. Aber man sollte auf jeden Fall zusehen, dass man einen Studentenjob kriegt und da kann man auch ganz gut Geld mit verdienen. Und wenn man dann noch Eltern im Backup hat, die einen noch mitfinanzieren, also ich bin da unendlich dankbar, sonst hätte ich es wahrscheinlich so gar nicht hinbekommen. In München, also München ist ja, wie vielleicht einige von euch wissen, ein relativ teures Pflaster. Aber es gibt sicherlich auch, wenn man nicht so wohlhabende Eltern hat, BAföG und so weiter und so fort. Es gibt ja auch, wie heißt es, Stipendien, die einen fördern oder die einen Sachen finanzieren, eine Wohnung finanzieren. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber man muss zusehen, dass man da über Wasser bleibt. Also, ob es jetzt ein Kredit ist, den man gleich am Anfang nimmt von der Bank, das machen auch viele. Ja, man arbeitet dann halt 2 Jahre für die Bank quasi, wenn man fertig ist. Also, man muss irgendwie seinen Mittelweg finden, aber nur auf der faulen Haut liegen zu Hause und mal Papa, Mama zahlen lassen, ist, glaube ich, das, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, denn das Arbeiten schon im Studium hilft einem später dann auch, dass man weiß, was das wert ist. Wie war das praktische Jahr? Ja, für alle, die nicht den Ablauf von Medizinstudium kennen, man studiert erst eine Zeit lang, hat ein paar Praktika und dann kommt irgendwann das praktische Jahr, das sogenannte PJ. Da muss man ein Jahr für Umme arbeiten. So ist es. Also man ist dann irgendwo in der Klinik oder mehreren Kliniken und macht dann schon die Jobs eigentlich, die dann als Assistenzarzt auch anstehen. Ein bisschen abgespeckter, aber man kriegt dafür kein Geld. Ich habe jedenfalls dafür kein Geld bekommen. Ich glaube, in manchen Ländern, Schweiz, Österreich, gibt es, glaube ich, sogar Geld dafür, in manchen Unis vielleicht auch. Also bei uns gab es kein Geld. Und man hat ganz schön mal locht, muss man schon sagen. Das war anstrengend, da war sehr lehrreich. Man musste durch, man musste da sich beweisen und hat mir hinten raus, hat mir in dem Moment, wo ich drin steckte, mich mega angekotzt, weil es einfach wirklich anstrengend war und man dafür nichts bekommen hat, noch nicht mal das Essen. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass es absolut, absolut wichtig war, einfach zu wissen, was ist die Arbeit wert, wie viel ist auch das Geld wert, was man jetzt letztendlich dafür bekommt. Ganz, ganz wichtiger Abschnitt des Studiums ist dieses PJ. Also ich kenne kaum jemanden, der sich gefreut hat, jetzt ein Jahr lang durchzuackern, ohne was dafür zu bekommen. Da gibt es, glaube ich, wirklich ganz, ganz wenige, die sich da freuen. Aber es ist wichtig, also wirklich wichtig. Ihr werdet es mir irgendwann glauben, wenn ihr durch seid. Gab es Momente, wo du abbrechen wolltest? Nee, echt nicht. Also gab es tatsächlich nicht. Es gab Momente, wo man fertig war, wo man müde war, kaputt, abgeschlagen, echt am Ende. Aber abbrechen wollte ich nie, ist auch nicht meine Art. Also das, wenn ich das als einmal angefangen habe und angefangen habe, mir das in den Kopf zu setzen, dann ziehe ich sowas auch durch. Das ist, mache ich im Leben immer so. Und an dem Punkt war ich tatsächlich nie, mag aber Leute geben, die an so einen Punkt kommen. Und da kann man eigentlich nur raten, mit Freunden drüber zu sprechen oder mit Familie auch drüber zu sprechen. Aber am besten sind eigentlich Kommilitonen, also Freundinnen und Freunde da anzuquatschen und zu sagen, du, ich bin am Ende, ich glaube, ich pack's nicht. Weil die können einen aufbauen und mit denen kann man Lerngruppen bilden und die ziehen einen wieder hoch. Also da habe ich ganz viel miterlebt, aber ich selbst war Gott sei Dank in der Situation nie. Kommt es einem wirklich so lange vor, wie es ist? Es ist lang, also es sind ja 6 Jahre, aber es kommt einem nicht so vor. Und das meistens aber auch erst nachher. Und mittendrin so am Ende dachte ich, oh wow, das geht jetzt aber echt schnell rum. Nein, das ist ein cooles Studium, ich würde es jederzeit wieder studieren. Es ist absolut spannend, man lernt tolle Sachen, man lernt tolle Leute kennen, man hilft Menschen und es ist, ja, man kommt an seine Grenzen, man muss sich selbst disziplinieren, man merkt, man schafft es, wenn man diszipliniert ist. Aber es geht arschschnell rum, also es geht wirklich, Entschuldigung, es geht wirklich schnell rum. Man ist sofort, wenn man drin ist, ist man so drin in dem Trott und Freunde, Lernen, Urlaub, Familie. Und auf einmal ist man kurz vorm Staatsexamen und denkt, oh mein Gott, wo ist die Zeit hin? Und jetzt, wo man arbeitet, denkt man, oh, ich würde schon ab und zu noch mal gerne
die Zeit mal kurz zurückspulen mit der Option, dass man auch wieder in die Gegenwart springen kann. Weil nochmal diesen Druck, Lerndruck und Leistungsdruck haben möchte ich auch nicht. Also ich bin froh, dass es vorbei ist, aber es war eine sehr schöne Zeit und kam einem nicht so lange vor. Nein. Wie läuft ein normaler Tag während des Studiums ab? Oh, da gibt es ja ganz verschiedene Charakterzüge auch von den Menschen und auch von den Uniplänen. Ich war zum Schluss auf einer Uni, wo man sich das einigermaßen selbst organisieren konnte, den Stundenplan mit Vorlesungen. Und mein Tag, kann ich ja mal kurz anreißen, sah irgendwie so aus, dass wenn ich morgens keine Vorlesung hatte, habe ich immer morgens gelernt. Das war meine Zeit zu lernen. Ich habe Kumpels gehabt und von Freunden, die nachts gelernt haben. Ich konnte das gar nicht. Für mich war ab 18 Uhr Schicht, da habe ich die Beine hochgelegt. So, dass meine Zeit morgens war, habe ich gelernt, bin in die Uni gegangen oder auch andersrum und nach der Uni kurz zum Sport und dann zurück, vielleicht noch eine kleine Nachmittagssession eingelegt und abends dann versucht, mit Freunden was zu machen oder Sport zu machen oder sich zu treffen oder sowas. Also ich war da, war ein Tag immer voll, also ich konnte nicht mich über Langeweile oder sowas beklagen. Deswegen gingen die Tage super, super schnell, deswegen geht wahrscheinlich das Studium so schnell rum. Und ja, es gibt andere, die sind halt den ganzen Tag in der Bib, also in der Bibliothek. Es gibt andere, die lernen nachts. Es gibt andere, die lernen gar nicht. Die fassen alles in der Vorlesung, speichern die im Kopf. Ich war jemand, der konnte nur alleine lernen. Ich musste viel lernen, weil ich nicht so der Superlerner bin. Das heißt, ich musste viel Zeit investieren, um durchs Studium zu kommen. Andere, die haben sich, wie gesagt, in die Vorlesung gesetzt, ein bisschen zugehört und haben bessere Noten geschrieben als ich, der wirklich sehr, sehr lang und sehr viel gelernt hat. Und das wusste ich aber auch. Ich kannte mich ja von der Schule, dass ich da ein bisschen mehr Zeit brauche für eine Klausur als andere. Und das hat mir das ein oder andere Mal auch wehgetan, dass die Leute da unterwegs waren und ich musste lernen. Aber so war das halt. Es ist jeder anders, jeder lernt anders und jeder muss so seinen Weg finden. Ich hatte auch keine Lernkarten oder sowas, ich habe mir alles auf DIN A4 Zettel geschrieben. Ob das was gebracht hat, weiß ich gar nicht, weil ich musste mir das vergegenwärtigen in meinem Kopf, konnte gar nicht so viel. Es gibt ja auch so Audiogeschichten, das ging bei mir auch nicht und aufschreiben geht eigentlich auch nicht so gut. Es war so eine Kombination aus allem. Und ja, das war so ein normaler Tag. Gerade wenn Klausurenphase ist, lernt man natürlich ein bisschen mehr, als wenn ganz normale Vorlesungszeit ist. So, haben wir noch eine? Jetzt habe ich doch alle Fragen fast beantwortet. Würdest du das studieren? Ja, das hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal. Würdest du das nochmal studieren wollen? Ja, ich kann es jedem empfehlen und großer Appell auch gerade in den ersten 2 Jahren. Bleibt dran, es macht irgendwann richtig Spaß. Am Anfang ist es blöd. Da ist viel Chemie und Physik und Sachen, die einfach dazugehören, diese Basics. Was keinen Spaß macht, hat mir in der Schule schon nicht so großen Spaß gemacht, aber es gehört dazu. Bleibt da dran und wenn man später dann die richtigen Sachen, die mit dem menschlichen Körper zu tun haben, lernt, dann macht es richtig Bock. Also dann bleibt man auch gerne in der Uni oder verbringt man da gerne Zeit und dann macht das Lernen auch viel mehr Spaß. Also da kann ich nur sagen, jederzeit wieder. Für mich hätte es keine Alternative gegeben und ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist ein super Studium, man braucht Disziplin, braucht man. Man muss es wollen, aber man braucht nicht total schlau sein. Also ihr habt ja gehört vorhin, ich war jetzt auch nicht die Koryphäe in der Schule. Ich bin nicht besonders intelligent. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der aber sehr diszipliniert war und die Sachen durchzieht, die er anfängt. Und mehr Voraussetzungen braucht man eigentlich nicht fürs Studium der Medizin. In diesem Sinne, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch solche Q&As gefallen. Ich erzähle gerne, ihr merkt ja, ich erzähle gerne von solchen Dingen, auch über mich persönlich. Wenn ich da helfen kann oder Entscheidungen irgendwie in eine bessere Richtung drängen kann, dann bin ich sehr froh drüber. Also lasst mir einfach ein Feedback da, ob das gut ist, ob das cool ist, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich beantworte auch gerne mal Fragen, die nichts mit der Frauenheilkunde zu tun hat, sondern auch über ein Studium oder was weiß ich, ganz allgemeine Dinge. Fragt mich einfach und ich gucke mal, wenn ich ein paar Fragen gesammelt habe, ob ich wieder mal so ein Video mache, je nachdem, wie das ankommt. Alles klar, bis dann, ciao.